KinoCast. Hallo und willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Jo, hallo auch von mir, hier ist der Erik. Hallo Erik. Grüße alle da draußen und hier in der Runde. Und wir haben Filme und Serien wieder mitgebracht in der heutigen Sendung. Das ist die Sendung Nummer 808. Und im Hintergrund hört ihr auch an. Ja, ich mach mal Mute. Ich wollte gerade schon sagen, es klingt ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. In der Sneak Preview hatten wir den Film It's Raining Men. Und ob das was mit dem Lied zu tun hatte oder ob es da wirklich Männer geregnet hat, das werden wir dann gleich erfahren. Eine französische, wie es beschrieben, Tragikkomödie. Dann sehe ich hier noch im Dokument Kino News. Gibt es irgendwas zu Tales of the Empire? Das ist eine Serie. Ja, okay. Und Heimkino hat der Chris Beautiful Game geschaut auf Netflix, ein Fußballfilm. Der wurde mir auch schon vorgeschlagen, bin ich mal gespannt. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon heute. Mal sehen, wird vielleicht nicht so eine lange Sendung. Schauen wir erstmal in die Sneak Preview der Innenstadtkinos der vergangenen Woche rein. Das war der Film It's Raining Men. Ja, hier geht's um Iris oder wie sie sich in der Dating-Plattform genannt hat, Isis, was ein bisschen, naja, schwierig ist. Ja, fand ich auch. Das habe ich auch gedacht. So. Ja, okay. Aber okay. Sie, bist du Isis? Oh, wir haben sie gefunden. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter, arbeitet als Zahnärztin, hat eine eigene Praxis, ihr geht soweit ganz gut. Allerdings läuft es im Privatleben nicht mehr ganz so gut, denn ihr Mann hat sich sehr in die Arbeit rein vertieft, er sitzt viel am Computer, macht da zu Hause noch, ich glaube, der arbeitet auch hauptsächlich von zu Hause, hat wahrscheinlich irgendwie, der macht irgendwas mit Architektur, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwelche Pläne, ja, irgendwelche Projekte. Ja, doch, weil der hat doch irgendein Dingsen, haben sie doch irgendeinen Durchbruch mit was weiß ich was und das wurde angenommen und doch Architektur müsste sein. Ja, irgend sowas und jedenfalls, das Privatleben läuft halt nicht mehr ganz so, also man versteht sich ja noch so weit, aber sie hat halt seit Ewigkeiten keinen Sex mehr gehabt. Und da wir uns in einem französischen Film befinden, ist natürlich gleich so, wird von ihren Freundinnen gleich empfohlen, ja, such dir doch mal eine Affäre, das ist doch, also kannst du dir doch den Sex holen, den du brauchst und so. Das muss ja nicht unbedingt deine Beziehung gefährden. Und ihr wird dann auch mal so eine App vorgeschlagen von einer Freundin. Und in die App lockt sie sich dann mal ein, so eine Dating-App. Da werden noch verschiedene Dating-Apps irgendwie erwähnt. Natürlich die üblichen Verdächtigen hier, so Tinder und sowas. Aber diese App ist irgendwie anders und da lockt sie sich dann mal ein. Erstmal hat sie kein Profilbild, aber sie wird dann halt relativ schnell auch kontaktiert. Das heißt, wenn sie irgendjemanden swiped, hat sie sofort ein Match. Das ist immer sofort instant. Und sie schreibt dann erstmal mit manchen und bis sie sich dann mal trifft mit einem, da vergeht ein bisschen Zeit, der ist auch ein bisschen weird, der erste Typ. Und ja, dann irgendwann merkt sie, dass das ganz gut funktioniert und sie hat aber, stellt für sich so ein paar Regeln auf, dass sie nur einmal immer jeweils mit den Personen Sex hat und die dann nie wieder sieht. Und ja, das war, glaube ich, was gab es noch für eine Regel? Weiß gar nicht. Also nicht halt, aus ihrem Viertel? Ah ja, genau, nicht aus ihrem Viertel, genau, deswegen fährt sie teilweise manchmal mit der Metro ganz schöne Strecken, um da mit irgendwelchen Leuten sich zu treffen. Und das waren so ihre Regeln und natürlich, anfangs hat sie noch so ein paar moralische Bedenken, die sie auch relativ schnell über Bord wirft und sie gewöhnt sich dann so ein bisschen dran, dass sie sich da ihren Sex holt, den sie gern haben möchte und ihre Bestätigung auch, weil ihr Mann ist doch sehr abweisend, was das angeht zu Hause. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Also viel mehr passiert da noch nicht. Es geht natürlich dann noch ein bisschen um die Beziehung mit ihr und ihrem Mann und und die Leute, die sie kennenlernt, aber und halt um die Veränderung, die sie durchmacht, weil sie so von diesem ziemlich
engen Ärztinnen-Korsett mit Familie eher so, oh ja, ihr müsst auch mal Ja sagen. Also es gibt da eine größere Diskussion mit den Kindern beim Tisch, beim Essen. Sehr unangenehm. Super unangenehm, wo halt die gleichaltrigen Töchter von dem anderen oder die Tochter von dem anderen Pärchen auch noch dabei ist und alles und die dann auch so sagen, ja, und man muss deutlich auch mal als Frau Nein sagen und bla 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 und es fängt sie an mit, ja, man muss aber auch einfach mal Ja sagen und bla bla bla. Und ich entschuldige mich nicht für das, was ich gesagt habe. Ja, okay, also sie macht da selbst noch so einen ganz, ganz seltsamen Wandel mit durch, so man könnte meinen, ja, vielleicht sagen, ja, sie findet zu sich selbst oder was ich was, sehe ich eigentlich, habe ich nicht so empfunden, tatsächlich, ich habe es eher als super anstrengend empfunden, weil was sie da auch noch mitmacht von der Entwicklung und ja, und wie es dann natürlich hinten raus passt, was da noch passiert welche Rolle auch ihr Mann plötzlich spielt und so und ja, das lassen wir mal noch offen, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist also war irgendwie sehr, sehr komisch. Also einerseits natürlich, wie sie jetzt, sag ich mal, diesem Fast-Food-Sex, nenne ich es mal, wie sie da langsam quasi da so eine Art Sucht entwickelt, über diese App halt auch, dass sie ganz schnell ihre Bestätigung und Befriedigung bekommen kann. Und parallel dazu ihre persönliche Veränderung, wie sie quasi zu Hause damit umgeht und so, das ist irgendwie alles ein bisschen sehr komisch, weil das ist dann auch so, sie ist dann auch so aufgedreht und alles und das passt irgendwie nicht zu dem, wie man sie sonst so erlebt hat und ja, irgendwie. Ja, sie ist einfach drüber. Das ist einfach teilweise wirklich drüber, wie sie dann da unterwegs ist, ohne Rücksicht auf Verluste aber auch. Vor allem sind ja ihre eigenen Töchter und denen dann so nahe zu legen, jetzt auf gut Deutsch gesagt, ja, jetzt geh doch halt mal raus und lass dich mal bumsen, so nach dem Motto, ne? Ja, das war jetzt die Kurzform, aber das, ja, genau, so in etwa. Jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, sie hat es natürlich noch ein bisschen anders gesagt, ja, rausgehen, Spaß haben, bla bla aber. Und Jungs kennenlernen. Ja. Oh Gott. Ich meine, sie mobbt ja dann quasi fast ihre eigenen Töchter, weil sie eben nicht rausgehen und lieber lernen und Hausaufgaben machen. Also das war irgendwie sehr, sehr komisch, diese Szene. Also da hätte ich wahrscheinlich als Regisseur oder so, wäre ich nochmal drüber gegangen über die Szene. Die hätte ich so nicht drin gelassen, weil das ist einfach, fällt so ein bisschen aus dem Gesamtfilm so ein bisschen raus in der negativen Hinsicht, ja, weil ich meine, klar macht sie auch eine Entwicklung durch, indem sie eben diesen schnellen Sex kennenlernen, nachdem sie jahrelang irgendwie keinen Sex hatte mit ihrem Mann und findet es eigentlich soweit ganz okay. Aber dass sie dann auch noch ihre eigenen Töchter dazu animieren will und solche, das fand ich dann sehr, sehr komisch. Und eigentlich, deswegen ist da wahrscheinlich der Film auch überschrieben als Tragikomödie. Es ist ja eigentlich so, dass sich ihr Mann, der hier so ein bisschen als der Böse dargestellt wird, dadurch, dass er ihr mit ihr keinen Beischlaf mehr hat in der Ehe. Er kümmert sich eigentlich um die Kinder und hält das alles irgendwie so ein bisschen am Laufen, während sie quasi sich in ihre Zahnarztpraxis und eigentlich sehr spät erst nach Hause kommt. Da hat der Mann schon das Essen gemacht und die Kinder schon vorgelesen und alles. Ne? Er ist eigentlich der Bessere, der die Beziehung an sich am Laufen hält. Das ist nur halt das eine Thema, wobei man dann auch sagen kann, naja, sie macht halt auch keine Anstalten, ihn mal zu verführen oder sowas. Ne? Die liegen halt beide irgendwie nebeneinander im Bett, sie liest irgendwas, dann wird das Licht ausgemacht. Ja, wobei, dann musst du auch wieder dazu sagen, diese Buchtitel, wo da immer sind, schreiben ja quasi die Kapitel im Film, wo es jetzt auch darum geht. Also das war auch so eine ganz tolle Metaebene. Das war echt anstrengend. Also ich fand es super anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast die beste Szene noch gar nicht erwähnt, deine Lieblingsszene im ganzen Film. Ach so, die Art Musical-Szene. Wo du richtig mitgewippt bist. Das fand ich ausnahmsweise mal ganz okay. Das hat den Film ein bisschen aufgelockert. Denn das war halt... Das finde ich jetzt spannend, ey. Ich fand das ganz furchtbar. Ja, ich fand es halt nett, wie es plötzlich anfing, ja, und das dann plötzlich in dieses Musical übergegangen ist. Das fand ich halt ganz nett. Das war jetzt nicht ganz so... Ja,
Weil ansonsten hatte der Film leider nicht sehr viele Überraschungen zu bieten. Deswegen war das so eine angenehme, willkommene Überraschung, die der Film hatte. Denn irgendwie war es immer nur, ja, am Anfang, wie versucht sie, das war dann auch so cringe, würde man heutzutage sagen, wie sie halt mit dem ersten Typen da versucht hat. Und als sie dann erstmal rausgefunden hat, ja, es geht eigentlich ganz easy peasy, ne? Einfach so, ja, ich habe eine Stunde Zeit hier, jetzt bin ich hier bei dir, also entweder wir machen es jetzt oder nicht, ne? Und zack, und ja. Und dann war es mehr oder weniger, ja, was lernt sie da für Typen kennen? Ja, ich bin aber auch ein bisschen überrascht, dass sie nicht auch noch festgestellt hat, ho, mit dem Modell lässt sich auch noch Geld verdienen. Das klingt ja, jetzt echt gut, bescheuert und böse, aber. Französischer Film, da ist jetzt nicht so. Ja. Da geht es eher um das persönliche Leben da. Ja, war schon irgendwie sehr, sehr komisch, der Film. Ist auch jetzt nicht, ist auch jetzt nicht irgendwie so eine leichte französische Komödie, wo man sagen kann, ja, das kann man jetzt im Frühjahr vielleicht mal gucken, so als Date-Movie oder sowas, sondern da hat er halt schon ein zu schwieriges Thema, was auch in diverse komische Richtungen abzweigt. Das ist jetzt nicht so eine französische Frühjahrskomödie, sondern da steckt wirklich noch ein bisschen mehr Tragik dahinter und so. Also es ist jetzt nicht irgendwas, wo man leicht irgendwie drüber weggehen kann. Man merkt es auch, wir haben auch hier viel zu diskutieren und er hat schon komische Abzweigung genommen, der Film. Ist jetzt nicht so ein leichtes französisches Ding, wo man sagt, ja, das könnte allen möglichen gefallen, ja. Nee, definitiv nicht. Das ist schon sehr, ich will jetzt nicht sagen Special Interest, aber wie du sagst, es ist nicht so eine leichte, oft auch selbstironische französische Komödie, sondern es ist einfach, ja, ein eher schwieriger Selbstfindungsprozess. Vielleicht ist es auch Werbung für eine App, die wir noch nicht kennen. Es war ein längerer Werbefilm, keine Ahnung. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, also die Regisseurin und Drehbuchautorin, die Caroline Vignal, die hatte ja auch den Film gemacht, der an der Sneak lief, Mein Liebhaber, der Esel und ich. Da warst du, glaube ich, nicht mit. Da war ich nicht dabei. Weil ich kann mich erinnern, dass ich den alleine mal vorgestellt habe. Weil der hat mir echt gut gefallen, wo die Frau quasi auf so eine Art Selbstfindungstrip nicht den Jakobsweg geht, sondern da gibt es so eine andere Strecke irgendwie in Frankreich, die man aber, wo man sich so einen Esel ausleiht, der dann quasi sein Gepäck trägt und wo man halt mit dem Esel dann läuft, wie damals so ein bekannter Autor, da gibt es irgendwie so ein bekanntes Buch in Frankreich. Und den fand ich ja echt charmant und schön erzählt und so. Aber das jetzt hier, das war irgendwie. Vielleicht lag es auch daran, dass bei dem anderen lag ein sehr bekanntes Buch zugrunde und die Regisseurin und Drehbuchautorin hat das halt nur adaptiert. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch irgendwie ein Bestseller zugrunde lag, habe ich mich jetzt soweit nicht informiert, aber vielleicht hat sie hier versucht, da irgendwie was Eigenes zu entwickeln. Das hat halt irgendwie nicht ganz so funktioniert. Ja, zumindest für uns nicht. Also ja, deswegen. Kann das sein, dass es Leute gibt, die das total feiern. Gibt da noch wohlwollende 5 Punkte. So viel. Ja, war wirklich nur Durchschnittsware. Also es war mit ein paar netten Szenen, ein paar coole, lustige Szenen, aber der Rest, der versinkt halt dann unten drunter. Deswegen für mich dann Durchschnitt. Du liegst unterm Durchschnitt, sehe ich hier. Ich lieg definitiv drunter. Ich finde aber, wir hatten nebenher viel mehr Spaß, glaube ich, im Kino. Ich darf mich nur an mein Getränk erinnern. Ach so, ja. und ich habe sehr hilfreiche Tipps auch von nebenan immer wieder bekommen mit, oh, da nimmt man zweites Handy für und war sehr spannend. Ich gebe tatsächlich 3 von 10 Punkten, weil mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es einfach nur traurig dargestellt, teilweise super anstrengende Dialoge auch zwischendrin und manche Szenen, wo du einfach nur denkst so, ah, come on, also brauche ich das jetzt so? Und es ist kein Pipi-Kaka-Humor, das muss man ganz ehrlich auch sagen. Aber hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ja, kann man ja verstehen, bei mir ist immer noch so ein bisschen der Frankreich-Bonus mit dabei. Gut, dann war es das mit der Sneak Preview der vergangenen Woche und schauen wir doch mal, was da in der morgigen Sneak Preview so ansteht. Kate, ist da, was ist da für ein Hinweis eingegangen und irgendwelche Tipps? Ja, der Hinweis von der Kinoleitung lautet, was bist du für einer? Fragezeichen.
Und eingegangene Tipps sind von Kree, alle, die du bist. Chrissy. Ja, aber das Kree ist der Vorname, so. Ja. Und der Martin hat geschrieben Sting. Und da sieht das Poster, also diese Miniaturansicht, da ist irgendwas mit einer Spinne. Ach so, da geht es nicht um den Sänger, geht es eher um den Stich. Ich habe auch gerade gedacht, da geht es um den Sänger. Ich möchte ganz kurz sagen, der Tipp diese Woche ist nicht von der Kinoleitung, der ist von mir. Also weißt du, was kommt, da kannst du dich jetzt gar nicht hier beteiligen. Ja. Okay. Na gut, dann kann man noch ein bisschen um die Ecke denken bei dir. Dann, wenn man es weiß, dass der von dir kommt. Vielleicht hast du dich irgendwie an TV Total. Ja, was bist du für einer? Ja, gab es da irgendwie so eine, Wer bist Taste. Du denn? Ja. Na mal gucken, vielleicht fällt mir noch irgendwie ein Tipp ein. Ich habe, glaube ich, noch nichts getippt. Ich werde mich nachher mal ein bisschen durchpflügen, was da eventuell kommen könnte. Und ja, sonst haben wir ja nichts weiter im Kino gesehen. Wir hatten was geplant, das ist aber ausgefallen. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch schaffen können. Ansonsten die Charts haben wir, glaube ich, auch nicht aktuell bekommen, aber ich feuere das mal ab. Wir nehmen natürlich die deutschen Charts dann. Kinocharts und Neustarts. Dann irgendwie klemmt es gerade bei den Innenstadtkinos mit den Charts hier, ja, mit der Lieferung. Dingsen, am 2. April kam nochmal was. Schon mal ganz kurz. Bis 31.03. halt, das ist so auch schon eine Woche dann alt. Also kann man nämlich sagen, dass Kung Fu Panda da auf Platz 1 ist. Warte mal, der Link ist, glaube ich, falsch gerade, den ich gepostet habe bei uns. Mal ganz kurz hier aktuell. Deutschland. 4. bis 7. Ja, okay. Warte mal, ich poste mal den anderen Link. Der hier. Da haben wir nur eine Top 4 aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe, Kate guckt nicht den Trailer zu Sting an. Du hast Trailerverbot. Mädchen. So, hat wohl eine Spinnenarachnophobie oder? Warum? Sind da ganz doll viele Spinnen oder was? Es krabbelt eine Spinne in den Mund. So. Ja also, wir sind bei den Charts. Da haben wir jetzt hier bei Box Office Mojo für Deutschland nur eine Top 4 aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat er ja, vom 4. bis 7. April aber auch bloß, ne? Also. Ja, ist ja, heute ist ja das 7. Ja, ist relativ aktuell. Genau. Und die Woche vorher habe ich irgendwie nicht gefunden. Also da ist Platz 4, ist die Holdovers mit einem sehr kleinen Einspielergebnis hier, aber es ist mit drin. Ja, aber es ist ein bisschen seltsam. Platz 3 ist Oppenheimer. Kann das stimmen, also, ja? Platz 2. Nee, das stimmt irgendwas nicht, das oder? Das stimmt nicht. Deswegen. Warte mal. Germany. Nehmen wir mal 28. bis 31. Ja, genau, das scheint zu stimmen hier. Genau, weil die Chantal ist nämlich gar nicht dabei. Ja, so, und June war auch nicht dabei. Also gut, wie heißt es so schön? Honorably, also ehrenhafte Erwähnung. Platz 9 ist One Life, den hatten wir in der Sneak Preview. Honorable Mention, ja. Platz 7 ist das Paw Patrol Oster Special, das hat man, glaube ich, erwähnt gehabt letzte Woche. Dass ja, mit Neustarts hat man das drin. Genau, den Paw Patrol Film gibt es jetzt bei Paramount Plus. Ja, da gibt es ja schon den zweiten, den Mighty Kinofilm oder so, gibt es auch schon bei Sky irgendwie. Dann, also die richtige Platz 5 fängt, richtige Top 5 fängt an mit The Zone of Interest auf Platz 5. Dann auf Platz 4 Ghostbusters Frozen Empire. Genau, jetzt richtig. Platz 3 ist Kung Fu Panda 4. Platz 2 ist Dune Part 2. Platz 1 ist Chantal im Märchenland. Unglaublich. Und da habe ich, also aus meiner Boomer-Filter-Bubble, zum Beispiel der die Filmkritiken macht, Kate, wo ich dir auch das geschickt habe mit den drei Sonnen hier, ne? Der hatte den auch rezensiert gehabt und er hat gesagt, das ist wirklich so wie TikTok-Style, so alle 15 Sekunden ein Schnitt und irgendein dummer Gag und es muss wohl ganz, ganz furchtbar sein. Also für Erwachsene schwer, also Erwachsene im Alter von über 30 Jahren und mit Abitur schwer erträglich. Und deswegen, aber gut. Abiturhinweis fand ich jetzt schön. Schön, dann ist der Film was für mich, weil ich habe kein Abitur. Ja, aber du bist über 30, glaube ich, oder? Das stimmt. Ja. Also ich glaube, für dich ist es auch schwer erträglich. Das ist was für die, sagen wir so, für die TikTok-Hauptschulengeneration vielleicht.
Wow. Wurde, ich hab nicht gesehen, wurde mir so gesagt. Sofern mir niemand das Gegenteil beweist, der mir irgendwie schreibt und sagt, nee, ich habe den gesehen hier, ich habe studiert und ich fand ihn gut oder so. Dann, er ist literarisch wertvoll. Genau, wird hier den goldenen Badge bekommen in Deutschland hier für besonders wertvoll. Was startet denn also Neues hier in den deutschen Kinos? Jetzt werfen wir doch mal einen Blick darauf, vielleicht ist da was Cooles dabei. Oh, der erste Film, von dem habe ich tatsächlich schon Gutes gehört aus den Previews, aus den Presse-Previews. Das erste Omen soll tatsächlich sehr, sehr gut sein. Da habe ich hier so 10 von 10 so gelesen, sogar von manchen, die normalerweise ein bisschen skeptisch sind. Erzählt quasi die Vorgeschichte von dem Das Omen, wo ich hier eine 3er-DVD-Box habe, weil mir der echt ganz gut gefallen hat damals. Und läuft jetzt an ab dem 11.04. in den Kinos. Dann startet auch noch Back to Black, das Biopic über die weltberühmte Soul- und Jazz-Sängerin Amy Winehouse von Sam Tyler Johnson. Wer spielt denn eigentlich die Amy Winehouse? Ich wollte es auch gerade gucken, ich weiß nicht. Weil das sieht ja täuschend echt aus hier auf dem Poster. Back to Marisa Abella. Ah, kenne ich jetzt, sagt mir gerade gar nichts. Rogue Agent. Okay, jetzt habe ich gerade meine Seite die weggeklickt. Die war auch in Barbie hier zu sehen. White Bird startet noch mit Helen Mirren und Gillian Anderson. Die Jugendbuchverfilmung von der Wunderautorin Raquel J. Palacios. White Bird. Ach ja, das hatte mal jemand getippt bei den Sneak-Tipps, kann ich mich erinnern, wo es irgendwas hieß. Der Tipp war irgendwas mit wundervoll oder so. Ne? Hm. Ja, richtig. Dann kommt ein Glücksfall. Ein Thriller von Woody Allen. Und worum geht's wohl bei Woody Allen-Filmen? Richtig, es geht um eine diffizile Dreiecksbeziehung. Wer hätte es gedacht? Oh. Mensch, Woody Allen macht ja mal was richtig Neues, Innovatives. Ja, da ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? dann läuft noch an Sieger sein, ein deutsches Drama rund um die geflüchtete Mona, die in einer Mädchenfußballmannschaft aufgeht. Ja, jetzt kommen langsam so die Fußballfilme ins Kino vor der EM. Ja, so. Apropos EM, wir haben hier dieses neue Sammelheft natürlich gekauft mit ein paar Stickern dazu. Oh, das Panini-Heft. Ja, ist ja nicht mehr Panini, das ist ja das Problem. Also deswegen Shoutout an Panini, die ja hier in Stuttgart irgendwo sitzen. Ne? Also ich bin ja, ich mache das ja gerne so, die Hefte sammeln und vollkleben und so weiter. Und deswegen... Aber dieses neue Heft, das ist ja wirklich ein Rotz, ey. Das ist ja wirklich, also seht, Panini, könnt ihr nicht noch ein bisschen Geld zusammenkratzen? Könnt ihr euch nicht von Porsche sponsoren lassen oder irgendwas, dass ihr ein bisschen Geld habt, dass ihr euch das nächste Mal wieder die Rechte kaufen könnt? Weil dieses, wie heißen die, Tops oder so aus den USA oder so, das ist ja furchtbar. Also zum einen, wie es aufgemacht ist das fühlt sich nicht gut an. Also. Und dann habe ich auch schon gelesen, dass da quasi unser Torhüter ist Oliver Kahn als Klebebild. Was? Ja, weil die keine Rechte haben an dem Foto von Manuel Neuer oder sowas. Oder Ter Stegen haben sie irgendwie keine Rechte. Da haben sie halt random irgendjemand anders genommen. Genauso irgendwelche anderen Spieler, wo sie keine Rechte hatten. Also, und da haben sie halt irgendwelche random deutschen Spieler genommen. Also so. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also komm, das kannst du doch nicht machen. Doch, guck mal auf Twitter. Also wir haben noch nicht alles ausgepackt und so. Das muss wohl wirklich ganz extrem sein, auch bei anderen Mannschaften, wo sie halt für manche keine Rechte hatten, die abzudrucken. Tatsächlich, hier Oliver Kahn ins Sammelheft aufgehört. Ja, also das ist unmöglich, das funktioniert doch nicht. Du willst doch als Fan, möchtest du doch, ich weiß ja auch, dass in dem aktuellen Set in Deutschland sind jetzt zum Beispiel unsere coolen VfB-Spieler leider noch nicht enthalten, weil die erst kurzfristig dazugekommen sind. Alles schön und gut, es gibt ja dann immer so Update-Sticker, gab es immer bei Panini, wo dann die tatsächliche Mannschaft dann auch nochmal als Sticker dabei war, in so einem Beilegeding, aber jetzt hier so einen Rotz zu machen von Anfang an schon irgendwelche Leute, wo du weißt, die sind auf keinen Fall dabei. Also das ist doch absoluter Käse. Also könnte bitte Panini, jetzt ist ja kurz ein Rant hier mittendrin bei den Neustarts hier, aber das ist ja... Du ahnst nee, ganz es furchtbar. Nicht, also gerade so für die Fans, wir haben das immer schön voll gemacht und dann am Ende kannst du meistens dann die noch fehlen, entweder konntest du die bei Panini kaufen oder bei eBay. Und da haben wir dann schön unser Heft voll gemacht und hatten dann so ein schönes
wo du dann später nochmal durchgeblättert hast. Wer war denn damals bei der EM oder WM dabei? Aber jetzt so einen Rotz zu machen, also wo jetzt irgendwelche Leute, die definitiv nicht dabei sind. Ja, ja, aber jetzt Moment, das ist tatsächlich, sie haben pro Team 3 Legenden mit aufgenommen, lese ich hier gerade nach. Nee, das ist nicht als Legende, der ist als Nummer 1 auf der Seite. Ja, ja, weil als Legende mit drin. Also es gibt wohl diese Legenden. Aber es gibt tatsächlich nur einen Torhüter. Also bei Deutschland ist drin Oliver Kahn, Thilo Kehrer, ich weiß nicht, spielt er gerade Nationalmannschaft, Nico Schlotterbeck. Nee, der wird ja jetzt Field Goal Schütze beim Football seit gestern. Malik Tiaf ist nicht mehr dabei, Niklas Süle, nicht mal Stammspieler in Dortmund. Matthias Ginter ist eh verletzt und auch nicht mehr drin. Joshua Kimmich, glaube ich, falsch geschrieben sogar. Kimmich ist drin, also, okay, ja. Gündogan, Mario Götze, weiß ich nicht, Robin Gosens, weiß ich nicht, Julian Brandt ist auch gerade kein, also Karim Adeyemi ist kein Nationalspieler, Niklas Füllkrug, ja, Jamal Musiala, okay. Ja, Thomas Müller, ja, Leroy Sané, Timo Werner und Youssoufa Moukoko. Also, ja, Moukoko ist noch nicht kein Nationalspieler. Ich sag mal so, es gibt ja irgendwann so einen Freeze, wo die sagen, okay, wir müssen jetzt mal anfangen, die zu drucken, die Sticker und dass natürlich dann von irgendwelchen Testspielen der Kader genommen wird, ist ja klar. War bei Panini genauso. Aber dass sie wirklich von vornherein Torhüter nehmen, die definitiv nicht dabei sind, das ist völliger Quatsch. Und es wird wahrscheinlich andere Mannschaften ja genauso betreffen. Das heißt, ich kenne mich ja, was weiß ich, bei manchen Slowakei oder so, weiß ich überhaupt nicht. Und da kriege ich wahrscheinlich auch irgendwelche, die da überhaupt nicht. Und das ist Quatsch. Also bitte Panini, klemmt mal den Bobo zusammen und legt das Geld das nächste Mal auf den Tisch, bitte. Ja. Also zur Not machen wir eine Crowdfunding-Aktion hier, wir ganzen Sammelheft-Fans. Also da gibt es viele, nicht nur in Deutschland. Gut, machen wir weiter. Wer ist dran? Ich? Nee, ich bin dran. Nee, du hast gerade ja, genau. Nach Sieger sein, bist du beim Fußball gelandet und hast dich tierisch drüber aufgeregt. Müssen wir ein extra Kapitel mal gesetzt. Das war echt lange. Irdische Verse startet noch ein Drama, eine iranische Satire über die Einflüsse der Bürokratie auf den iranischen Lebensalltag. Dann startet noch La Chimera. Jetzt muss ich mal kurz hier bei weg von kino.de, da steht gerade keine Beschreibung zu Filmstarts. Jeder verfolgt sein Hirngespinst, ohne es jemals fassen zu bekommen. Für manche ist es ein Traum vom schnellen Geld, für die andere Suche nach einer vergangenen Liebe. Zurück in einer kleinen Stadt am Tyrrhenischen Meer trifft Arthur auf seine Tombaroli-Bande, die etruskische Gräber und archäologische Wunder plündert. Arthur hat eine Gabe, die er für seine Räuberfreunde einsetzt. Er spürt die Leere der Erde, in der sich die Überreste einer vergangenen Welt befinden. Okay, ja, schwierig. Ein animierter Film. Okay, ich hätte noch Zwischen uns der Fluss anzubieten. Und jetzt Achtung, Zwischen uns der Fluss handelt im Kern davon, Vorurteile sowie fehlerhafte Grundannahmen abzubauen und sich seinen Ängsten zu stellen. Weiterhin verhandelt das Drama gestörte Eltern-Kind-Beziehungen, die heilende Wirkung von Kunst, Freundschaft sowie Fragen der Selbstakzeptanz und sexuellen Selbstfindung. Naja, das überschneidet sich ein bisschen mit unserem Sneak-Film da. Irgendwie Kinder, die mit ihren Eltern nicht so richtig. Dann startet auch noch Gloria, hat nichts mit dem Kino in Stuttgart zu tun, sondern ist ein italienisches Historiendrama über eine Gruppe junger Komponistinnen, deren musikalisches Talent in der Barockzeit unerkannt, aber nicht ungenutzt bleibt. Das war es dann auch mit den Neustarts der Woche und mit den Kinocharts. Und jetzt haben wir seit langem mal wieder News. Da bin ich mal gespannt, was der Chris da hat. News. Es wurde eine weitere Star Wars Serie angekündigt in dieser Woche. Und zwar trägt sie den schönen Titel Tales of the Empire. Und Tales of the Empire wird auch eine animierte Serie sein. Ich bin ja jetzt gerade dabei, noch The Bad Batch, die letzte Staffel zu schauen. Und da ist es tatsächlich wie ganz arg oft bei The Bad Batch. Es sind ein paar Folgen dabei, die einfach so Lückenfüller-Folgen wirken ein wenig. Und dann Sachen dabei, die super, super dunkel sind, die ziemlich hart daherkommen, die auch eine coole andere Geschichte erzählen und tatsächlich aktuell auch jetzt in der letzten Staffel in diesen Gesamtkanon, zumindest in den Bereich von Clone Wars und sowas, komplett mit reingrätschen, was ich sehr, sehr cool finde, weil wir da schön die Brücke schlagen. Und jetzt soll eben noch eine weitere Serie kommen, und zwar Tales of the Empire. Und die startet am 4. Mai, also am May the 4th Day. Und
handelt von Barriss Offee. Die kennt man schon aus Clone Wars, wenn man da wirklich drin ist. Und die Nachtschwestern, Priesterin Morgan Elsbeth ist auch dabei, feiert ihr Debüt, aber auch die Nachtschwestern kennt man. Sollte man auch vielleicht kennen aus der zweiten Staffel vom Mandalorianer. Und ja, darin noch ein bisschen ein paar gefallene Jedis, Großinquisitoren und was weiß ich was. Und Darth Vader ist auch noch ein bisschen dabei, der kommt nämlich im Trailer auch. Und es geht darum, um die Ausbildung quasi von der dunklen Seite und von den Sith und von der Stufe drunter unter dem ganzen großen Gebilde. Und ja, ich bin da gespannt. Es sieht sehr, sehr, sehr düster und dunkel aus und nicht sehr nett und nicht sehr freundlich. Also das zeigt mal wieder die andere Seite von Star Wars, dass nicht immer alles so super nett ist und super toll und hahaha, sondern geht schon in eine ganz andere Richtung mal rein und könnte tatsächlich so ein bisschen ein Geheimding werden, so ein Geheimtipp werden, der interessante Einblicke gibt in dieses ganze Konstrukt des Imperiums, wie man es halt vom bloßen Film anschauen halt mit, oh ja, hier, das sind die Bösen, das sind die Guten und piff, paff, puff, sondern nee, was da noch dahinter steckt und alles. Ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Also wenn sie es in einer ähnlichen Art erzählen wie letzte Staffel Clone Wars oder sowas, dann holla die Waldfee. Wenn es ein bisschen schwächer wird, dann ist auch okay. Keine Ahnung, wo es sich einreihen wird. Aber ich würde auf jeden Fall mal als Star Wars-Fan den Trailer anschauen, auch wenn ich mit dem Anime-Zeug nicht unbedingt so viel am Hut habe, kann man ein Auge drauf werfen, weil das tatsächlich bei den Anime-Sachen, sei es Rebels, sei es Clone Wars, sei es The Bad Batch, auch mit Bad Batch mit Abstrichen, also der Anfang war ganz gut, es wurde immer ein bisschen schwächer, jetzt nimmt es gerade nochmal Fahrt auf. Es gibt so ein Gesamtbild einfach und das ist ganz cool. Ja, mir gefällt irgendwie auch nicht dieser Animationsstil irgendwie von diesem ganzen Bad Batch, dieses etwas kantige und so. Jetzt gucke ich aber gerade hier rein, das in den Trailer, das sieht ja wieder genauso aus, ne? Ja, ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das nicht ganz so. Da gewöhnt man sich ganz schnell dran, Erik. Ja, ich habe es ja versucht. Ich habe ja diesen, was war das für eine Serie, die heute Chris mehrfach, wo ich gesagt habe, ja, erste Staffel und dann musste zweite und dann wird's Rebels. Gut und ja. Nee, das ist Clone Wars, da wurde ja, ich durchkämpfen. Die Clone Wars, ich weiß auch nicht, nee. Na, vielleicht gucke ich hier mal rein, vielleicht ist das was für mich, wenn das jetzt neu anfängt und ich nicht weiß, ich habe noch 20 Staffeln vor mir, die ich gucken muss. Mal gucken. Vielleicht ist das ein bisschen erwachsen oder so, nicht mit diesem. Das wird richtig erwachsen. Ja, das sieht schon sehr erwachsen aus hier. Wie gesagt, bei manchen Sachen kann ich nicht ganz verstehen, dass es als Kinderserie gilt, deswegen. Aber ja. Tales of the Empire. Klingt gut. 4. Mai. Klingt gut. Und dann auf ins Heimkino. Heimkino. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil den hat es bei mir schon ein paar Mal reingespült gehabt. Und da habe ich schon gedacht, oh, das klingt interessant. Den wollte ich auf jeden Fall mal gucken. Von dem hatte ich vorher noch nicht viel gehört. Ich weiß nicht, ob es dir, wie es dir ging. Nee, tatsächlich auch nicht. Es ist bei mir auch so reingehüpft und ich habe dann gedacht, ja, jetzt gucken wir es halt mal an. Und zwar The Beautiful Game, davon ist die Rede, hatten wir. Erik hat es ja vorher schon mal angeteasert. Ein Filmdrama von Thea Sherrock, was jetzt Ende März, also relativ neu, bei Netflix reinkam mit Bill Nighy, Michael Ward, Christina Rodlow, Kit Young. Übrigens, da schließt sich der Kreis. Der spielt nämlich in diesem neu startenden Film das erste Omen auch wieder mit Bill Nighy. Ah ja, okay. Ja, das sieht man mal. Und es geht ganz, ganz schlicht und eingreifend um eine Fußballmannschaft. Es geht um Winnie, also Michael Ward spielt Winnie und der sitzt schön im Park, schaut Kids beim Spielen zu, dann rollt mal der Ball zu ihm und dann tanzt er die ganzen Kinder aus, schießt noch ein Tor, macht sich ein bisschen über die lustig, das macht die Eltern und dann, die drumherum stehen, ein bisschen fuchsig, sagen, hey, was ist eigentlich mit dir los, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Und dann kommt Mel, also Bill Nighy, kommt zu ihm und sagt, hey, pass auf, komm noch mal zu uns, hier nimm mal den Ball mit oder nimm mal die Bälle mit, komm mal zu uns rüber ins Team und bla 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 und trifft dann dort auf eine kleine Gruppe Fußballer,
Und wie sich herausstellt, ist das die Nationalmannschaft von England, allerdings von den Obdachlosen. Mhm. Also das ist die Nationalmannschaft der Obdachlosen. Und die haben die Weltmeisterschaft vor der Brust, die in Rom stattfindet. Und das wird tatsächlich dann auch alles vom Verband und so auch so ein Stück weit unterstützt mit eigenen Trikots und die Reise und alles. Das ist alles ganz cool. Und sie überreden dann, Vinnie mitzukommen, weil der mit Abstand der beste Spieler im Team ist, der das Ding quasi im Alleingang auch gewinnen könnte. Und so begeben sie sich dann auf die Reise, weil sie ihn überzeugen können, auf die Reise nach Rom. Und da geht es halt dann nicht nur um Fußball, sondern auch um die Schicksale der einzelnen Jungs, die da dabei sind. Und natürlich hauptsächlich um Vinnie, der, ja, wie kann der da reinrutschen mit so viel Talent und alles. Und das wird dann auch beleuchtet, dem sein Kampf mit sich, mit seiner Vergangenheit, mit allem drum und dran. Und es ist auch dann natürlich die Rolle vom Trainer, wie er auf den Spieler kam und was da noch alles dahinter steckt, ist sehr, sehr spannend. Was das angeht, natürlich auch die anderen Teams, die damit antreten. Die Amis schicken zum Beispiel eine reine Frauenmannschaft rein. Da spielt Rosita mit, also Christina Rodlow spielt die Rosita. Und wie es natürlich dann so ist, einer aus dem anderen, aus dem englischen Nationalteam verschießt sich natürlich in die. Und auch da gibt es dann so ein bisschen, ja, so ein paar Szenen, wo du dir denkst, so, oh ja, Junge, also man kann sich auch richtig doof anstellen, wenn man mit einer Frau redet. Und das gibt Aufersehen und also die Amis sind dabei, ein deutsches Team ist dabei, das ist aber nicht so wirklich im Fokus. Südafrika, die... Oli Kahn dabei? Obdachlosen. Ja, als Schauspieler meine ich. Oli Kahn ist nur als Sticker dabei. Als Schauspieler meine ich. Nein, Oli Kahn gibt es nur als Sticker, genau wie den goldenen Kakao. Und ja, Südafrika spielt noch eine wichtige Rolle, weil die Probleme haben mit der Einreise, weil die einen Spieler dabei haben, der eigentlich keinen südafrikanischen Pass hat. Und die Spanier, Spanien ist dabei, Italien natürlich als Gastgeber dabei und ganz viele Favoriten. Und es ist echt nett erzählt. Es ist ein Film, der nicht irgendwie einem was Böses will, sondern der erzählt eine ganz nette Geschichte. Es ist aber auch nicht so super tiefgreifend und dass man komplett die Figuren lieben lernt und solche Sachen. Es kratzt so ein bisschen mehr wie die Oberfläche immer wieder auf und ja, plätschert mehr wie so ein schönes kleines Flüsslein, wie so ein kleiner Bach im Wald daher. Und deswegen tut keinem weh, der Film hat eine schöne Moral hinten raus und basiert tatsächlich auf einer durchaus auch wahren Begebenheit. Weil diese Obdachlosen-WMs gibt es tatsächlich auch, also so ein Straßenfußballturnier. Und das dafür nochmal Werbung zu machen, weil das ist schon so ein bisschen ein Phänomen. Das ist ganz, ganz cool gemacht. Das gefällt, hat mir auch ganz gut gefallen hinten raus dann noch. Aber ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so der Überbringer, ist ein ganz angenehmes Filmchen. Ich gebe jetzt mal, wenn ich Punkte geben müsste, auch so 5, 6 Punkte, 5,5, dann ist es genau in der Mitte von den 5 oder 6. Weil, ja, ist nichts Überragendes, aber tut auch niemandem weh. Ist nett zum Nebenherschauen. Eine schöne Geschichte, The Beautiful Game. Kann man mal reinschauen. Ja, gerade jetzt so in der Vorbereitungszeit für die Fußball-EM, wo alle so ein bisschen angefixt sind. Im Thema Fußball kommt das schon gut. Ja. Hat ja Netflix selber produziert, wenn ich es richtig sehe. Es lief in manchen Kinos sogar. Machen die ja immer ganz gerne, damit es in irgendwelchen Filmpreisen mit berücksichtigt werden kann. Muss es ja im Kino mal laufen. Und ja, ich glaube, ich werde auch mal reingucken in den Film. Ja, guck auf jeden Fall mal rein. Also, wie gesagt, da wirst du dir die Finger nicht dran verbrennen oder auch sagen, oh Gott, was für ein Rotz, sondern einfach schon. So. Kann ein bisschen so positive Stimmungsfilme jetzt ganz gut gebrauchen, ja. Genau, ja, was haben wir noch? Also Serien-Neustarts habe ich gerade nichts weiter vorbereitet für heute, aber was natürlich startet, ist auf jeden Fall der Fallout, die Fallout-Serie. Ja, Mensch, das nächste Woche jetzt auch, ne? 12. April. Ja, 11. April steht hier drin. Genau, ich scrolle nur mal live durch. Auf Netflix startet eine Serie, Good Times, weiß ich jetzt nichts dazu. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, noch nicht vorbereitet.
Bros startet noch auf Netflix. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Film zu tun hat. Da hatten wir ja diesen Film. Ja, ansonsten, nee. Sticht jetzt hier gerade nichts heraus, wo ich sage, ja, irgendwie so Staffel 2 von diversen Sachen. Aber na gut, vielleicht habe ich beim nächste Woche ein bisschen mehr vorbereitet. Genau, was ich auch nicht vorbereitet habe, ist ein Song für heute. Deswegen dürft ihr nochmal Musiktipps dalassen. Music. Werde ich auch dann gleich mal draufpacken auf unsere Spotify-Playliste. Legt mal los. Ich habe von Gutter Grinders Go Your Own Way. Grinders. Ist das das? Ah nee, das ist doch Fleetwood Mac. You go your own way. Nee, ist ein anderes. Nee, ist ein anderes. Ich habe es auch gerade gedacht. Gutter Grinders, da ist es. Die haben auch Bittersweet Symphony. Covern die nur, oder? Und die haben auch 1979 von Smashing Pumpkins in der Liste. Das scheint eine Coverband zu sein, oder? Ich kenne die nicht. Keine Ahnung, hat es mir reingespült, hat mir gefallen. Okay. Ist bestimmt ein Cover von dem Fleetwood Mac Song, ja. Ja, Chris, das ist natürlich sehr wichtig, was du jetzt hast, genau. Ja, ich hab tatsächlich zwei Sachen fast gehabt. Also ich wollte tatsächlich den neuen Song von Teddy mit reinbringen. Vielleicht mache ich den nächste Woche, aber dann kam ein, wie ich finde, unglaublich starker Song von Die Ärzte rein, nämlich Demokratie, oder? Our Bass Player Hates genau. This Song. Ah, ja, auch gerade gelesen hier, Our Bass Player Hates This Song. Warum auch immer, muss ich mal reinhören. Ist wahrscheinlich ein wilder Basslauf drin oder gar keiner, dass er nur dumm dasteht mit seiner Bassgitarre. Ja, und durchaus auch gerne das Video dazu anschauen. Lohnt sich. Wäre ich da. Sehr, sehr starke, wichtige Nachricht. Ja. Na gut, sind wir durch für heute. Mal eine kürzere Sendung. Viertelstunde weniger als üblich. Nee, 18 Minuten sogar weniger. Sonst haben wir immer so eine Stunde. Das sind deine Serienneustarts, die fehlen. Nee, auch sonst hatten wir immer noch eine Serie. Oder ich hatte auch noch irgendwas geguckt, was jetzt gefehlt hat. Wir hatten ja eigentlich noch Ghostbusters geplant. Oder mal schauen. Ja. Mal gucken, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Und was wir da eventuell in der nächsten Woche noch schauen. Und ja, dann euch beiden erstmal danke fürs Mitmachen und liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen auf den diversen Plattformen, danke fürs Liken und Sterne geben und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, wie das funktioniert, brauche ich ja euch nicht sagen. Macht das mal überall auf allen möglichen Plattformen. Feedback könnt ihr gerne auf kinocast.net dalassen als Kommentar. Da wird er eigentlich am sichtbarsten. Wir sind natürlich auf diversen Plattformen vertreten. Da geht es aber manchmal ein bisschen unter, gerade auf Instagram, wenn da eine Nachricht kommt, das geht manchmal ein bisschen unter. Also nutzt am besten den Blog kinocast.net, lasst da einen Kommentar da. Das wäre am besten. Jo, dann bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.